Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es darum, wie aus einer Schnapsidee eine Weltreise wurde und wie du von Schnapsideen profitieren kannst. Und erstmal so ganz ehrlich, ganz unter uns, ganz viele meiner Entscheidungen im Leben, die ich getroffen habe, fingen mit einer Schnapsidee an. Wie zum Beispiel mein erstes Pilates-Studio, das zweite Pilates-Studio, das ich in einer neuen Stadt aufgebaut habe, innerhalb von 3 Jahren von 40 auf 160 Quadratmeter erweitert habe, einfach nur aus einem Impuls heraus. Ob das meine Power-Mädels sind, da hatte ich eines Nachmittags in Oakland, California, vor einem halben Jahr, so diesen Impuls, Mensch, wie kann ich Menschen noch mehr unterstützen? Wie kann ich Frauen wirklich täglich unterstützen? Wie kann ich ihnen wirklich sagen, hey, komm, heute machst du mal das Workout und wie wär's denn heute mit diesem Rezept, ja? Einfach so diese Impulse geben. Und dann saß ich so da und auf einmal war klar, die Power-Mädels. Der Name war da, das Konzept war da, es war alles auf einmal da. Und dann habe ich natürlich gedacht, also, wenn das jetzt schon so klar zu mir kommt, dann setze ich das auch um. Und genauso war es tatsächlich auch mit der Weltreise. Der Impuls war schon immer so im Hintergrund bei uns, aber man hat Kinder, man hat ein Studio, man hat ein Zuhause, man hat Familie, man hat Freunde. Aber eines Tages im April, vergesse ich auch nicht so schnell, diesen Tag, es war ein Sonntagvormittag, es wird aber zu lange führen, da mache ich mal ein separates Video drüber. Auf jeden Fall war für mich klar, okay, jetzt muss etwas passieren. Und ich weiß genau was. Dann kam noch mein Mann vorbei, dann haben wir kurz drüber gesprochen und dann war klar, okay, das machen wir so. Und genau dann haben wir die Entscheidung getroffen und genau an diesem Tag haben wir auch schon die erste Kündigung geschrieben. Wie kannst du jetzt davon profitieren? Was möchte ich dir hiermit überhaupt vermitteln? Nummer 1. Schnapsideen, die ja auch ganz oft wirklich aus so lustigen, lockeren Treiben heraus entstehen. Ja, meistens dann, wenn wir wirklich ja mal im entspannten Modus sind. Die kommen aus der Tiefe. Die kommen wirklich von dir. Das sind Dinge, die du auch gerne machen würdest. Natürlich kommt dann ganz oft gleich der Verstand mit rein, oh nein, das kann ich nicht machen, oh meine Güte. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hopp, komm auf, mach doch Weltreise, mach mal ein halbes Jahr Auszeit. Ja, dann wirst du vielleicht, oh ja, voll cool, würde ich so gerne machen, aber ich muss Geld verdienen, ich habe ein Haus, ich habe Kinder, wie soll denn das alles funktionieren? Und dann kommt die ganze Palette. Und wenn du dann so eine Pro-Kontra-Liste machst, dann hast du definitiv bei Contra ganz, ganz viele Punkte. Nichtsdestotrotz kommt die Schnapsidee aus deinem Inneren, also aus einem Verlangen aus dir heraus. Wenn du diese Schnapsidee nimmst, egal in welchem Bereich das ist, vielleicht möchtest du einfach, deine Schnapsidee ist, oh 2020, ich würde ja so gern mal einen Marathon laufen, ja, aber oh nee, da muss ich ja so viel trainieren und so viel Zeit aufbringen und ich habe ja eh so wenig Zeit und bla bla bla. Wenn du sagst, wow, ja, Marathon, echt, wollte ich schon immer mal machen. Dann entscheide dich jetzt und lass diese ganzen To-Dos, die damit aufkommen, lass die mal zur Seite. Wenn das so ein Wunsch in dir drin ist, dann mach's. Ja, geh diesen Schritt. Denn ganz ehrlich, von allen meinen Schnapsideen, von allen Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, es ist nur Gutes rausgekommen. Und weißt du warum? Weil ich losgelassen habe. Weil ich gesagt habe, okay, das wird schon, das wird irgendwie. Und das ist das Coole, sobald du dich entscheidest, sobald du sagst, Marathon 2020 ist gebombt oder 10 Kilo abnehmen oder Berufswechsel oder neuen Wohnort. Es ist egal in welchem Bereich, eben da, wo du so, na, so immer so diese kleine Stimme hörst, ach, das wäre so schön, wenn. Da triffst du jetzt die Entscheidung und lässt all das andere außen vor. Das brauchst du nicht, das ist unnötiger Ballast. Glaub mir, vertrau mir, es kommt. Alles kommt genau dann, wann es kommen muss. Nur wenn du hinterfragst, nur wenn du immer zweifelst,
dann gehen die meisten Dinge schief. Aber wenn du loslässt, wenn du darauf vertraust, dass alles genau so wird, wie du es dir wünschst, dann ist es auch so. So fantastisch, wie das gerade klingen mag, aber ich bin tatsächlich das allerbeste Beispiel dafür. Stell dir vor, ich habe im 8. Jahr meines wirklich sehr gut laufenden Pilates-Studios mit allem drum und dran, mit Massage, mit Ernährung, mit Coaching, Personal Training, tralala, habe ich gesagt, Schnapsidee ist da. Wir unterstützen meine Schwiegereltern und danach machen wir die Weltreise, so wie wir es machen wollten. Ja, und na klar war das anfangs erstmal, wow, oh meine Güte, ja, und die 4 Monate, wir haben das innerhalb von 4 Monaten haben wir komplett in Deutschland alles aufgegeben. Das Studio, die Wohnung, alles. Wir haben nichts mehr, wir haben alles bei uns. Diese 4 Monate, na klar waren die anstrengend, weil wir haben das weitergearbeitet. Das Studio ging wirklich bis zum vorletzten Tag. Ja, es war anstrengend, aber es hat sich echt gelohnt. Und ja, ist es auch heute noch so, wow, irgendwie, ne? Es gibt so Momente, da, das ist, wo man so denkt, boah, okay, wir haben tatsächlich kein Zuhause mehr. Wir können nicht, ja, und dann fahren wir wieder heim. Aber es hat sich gelohnt und wir haben bisher noch keine Sekunde bereut. Deshalb mein Impuls an dich heute, wenn du eine Schnapsidee hast, schreib's auf. Entscheide dich. Mach es möglich. Und die ganzen Türen, die gehen dann von alleine auf. Ja, das war's auch schon heute. Wenn du mal Lust hast, 5 Tage mit mir zu verbringen, zum Beispiel zwischen den Jahren vom 27.12. bis 31.12., einfach mal 5 Tage lang Impulse zu bekommen, ist komplett gratis, dann findest du unter diesem Video die Infos dazu und auch den Anmelde-Link. Ich freue mich, wenn du dabei bist, dann bekommst du noch viel, viel mehr Input in diesen 5 Tagen. Dann gehen wir mal das Weihnachtskoma an und drücken den Reset-Button für 2020, denn auch da geht es um eventuelle Ziele, die du hast. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich danke dir fürs Zuschauen, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Ciao, mach es gut. Hier ist Kay.